Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part von Leisure Suit Larry, Wet Dreams Dry Twice. Wir sind hier auf Gofuku Island. Wir haben letztes Mal, glaube ich, mit der Vagina Dentata geflirtet so ein bisschen, mit dieser wunderbaren Pflanze. Und ja, was wir heute machen, keine Ahnung. Ich werde einfach mal gucken, ob ich nochmal das Ruineneingangsrätsel weitermachen darf. Weil eigentlich weiß ich ja, wie es funktioniert, aber das Spiel hat es mir oft nicht erlaubt. Und sonst gehen wir vielleicht mal wieder auf den Ozean oder so. Mal schauen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier wieder zu den Ruinen. Es gibt eine neue kleine Aufnahmesession für mich. Oder die geht hier los, besser gesagt. Ja, ausnahmsweise mal zu einer sehr menschlichen Uhrzeit für meine Verhältnisse. Das ist sehr, sehr ungewohnt für mich, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, hier leuchtet ja nur ein roter Edelstein. Und wenn ich den Hebel drücke, passiert nichts. Hat sich nichts getan. Genau, da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Und prinzipiell funktioniert es ja so, dass man hier, wie soll man sagen, dass man hier eben das hier leuchten lässt, ne? Dass man hier die Symbole anleuchten lässt. Das Licht. Kann ich das mitnehmen? Den Spiegel oder Vorrichtung anklicken? Ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich hier wieder zurückgehe, muss ich was tun eigentlich. Da muss ich normalerweise was tun. Aber es ist gleich geblieben. Erstmal hier sehen. Wie kann ich das umändern? Ne? Wie kann ich das umändern? Ich muss irgendwie das umändern. 1, 2, 3, 4 und zurück. Tut sich dann wieder was? Mal gucken. Oder wann ändert sich was wieder am Lichtstrahl? Jetzt hat sich wieder was geändert. Jetzt sehen wir Dreieck, umgedrehtes Dreieck und Rakete. So nenne ich diese Symbole mal. Und wenn wir die, eigentlich bei der Tafel so hinschieben, sage ich mal, dann müsste eigentlich der zweite Edelstein leuchten. Eigentlich. Und es müssen alle drei leuchten, ne? Man muss dreimal dieses Rätsel sozusagen machen, dass die drei Edelsteine leuchten. Aber das hat bisher noch nicht so geklappt, ne? Hat bisher noch nicht so geklappt. So, müssen wir einfach mal gucken, ob das diesmal klappt. Hier, das war dieses Symbol. Dann hier war das umgedrehte Dreieck. Die Reihenfolge ist ja prinzipiell egal. Das stand in der Komplettlösung so drin, dass die Reihenfolge eigentlich keine Rolle spielt. So, okay, das lassen wir so. Das ist diese Rakete, wie ich es genannt habe. Ja, irgendwie muss man ja sich die Symbole merken können, ne? Wenn ich halt dann sowas Rakete nenne, dann ist das halt so. So, jetzt brauchen wir noch Dreieck, was umgedreht ist eigentlich. Ah ja, hier ist das umgedrehte Dreieck. Und jetzt, wenn wir den Hebel betätigen, tut sich wieder nichts, Leute. Es tut sich wieder nichts, aber genau diese drei Symbole werden angeleuchtet. Deshalb verstehe ich dieses Rätsel nicht, weil ich alles richtig mache, laut mir, aber auch laut Komplettlösung. Mache ich alles richtig? Das wird doch hier angeleuchtet, ne? Das sind diese drei Symbole, natürlich. Das sind diese drei. Ich habe es nochmal überprüft, aber ich komme hier nicht weiter. Ich weiß nicht, warum dieses Rätsel bei mir nicht funktioniert. Ob das Spiel verbuggt ist. Ob ich irgendwas noch nicht getan habe, wodurch das Spiel mich hier weiterkommen lässt. Ich weiß es wirklich nicht. Hier nochmal kontrolliert. Ich mache alles komplett richtig. Alles. Hier nochmal in den Busch schauen. Das Witzebuch hier reingeworfen. Oh. Ah, hier können wir noch reingucken. Das ist das Witzebuch. Okay. Dann kommen wir wenigstens an einer anderen Stelle weiter. Von Louis sein. Ja, das Buch von Louis. Und
Ja, dann gehen wir halt so. Dann gehen wir halt zu Luis. Wie kann ich nochmal. Achso, so gehe ich raus aus dem Spiel. Mann, jedes Mal immer kurz die Steuerung nochmal in den Kopf zurückrufen, wenn ich das einige Wochen nicht gespielt habe. Das ist echt schlimm mit mir. So, dann gehen wir mal auf die Standardinsel. Und geben Luis mal sein Witzebuch zurück. Ich weiß nicht, vielleicht wenn die ihr Rollenspielbuch zurückhaben, vielleicht darf ich dann das Rätsel weitermachen. Ich weiß es nicht, vielleicht brauchst du irgendwelche Zwischenschritte oder so. Keine Ahnung. Aber laut Komplettlösung einfach dreimal hintereinander das mit dem Lichtstrahl machen. Und da die Platten verschieben und den Hebel betätigen. Aber es geht so nicht. Also muss ich ja irgendwelche Zwischenschritte machen oder irgendwas, wodurch es funktioniert. Ich weiß es nicht. Wenn ich das nie machen darf, dann werde ich dieses Spiel nicht durchspielen können oder was. Nur weil das ein scheiß Bug ist oder verstehe ich was falsch oder ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich bin aufgeschmissen. Solange ich noch anderes zu tun habe, werde ich anderes tun und dann halt immer mal wieder das versuchen mit diesem Ruineingang. Aber wenn nicht, dann halt nicht, ne? Ist halt blöd. So, hier. Hier, dein Witzebuch. Ah, da ist ja das gute Stück. Endlich wieder Qualitätshumor aus der guten alten Zeit. Hinten ist sogar ein Anhang drin, wo aufgelistet ist, wen man alles mit den einzelnen Witzen beleidigen kann. Ja, oh, schön. Kannst du haben, diesen Rollenspielquatsch. Danke. Danke. So Leute, willkommen zu meiner Show. Jetzt alles im grünen Bereich. Ich habe wieder mein bewährtes Repertoire an Witzen. Ich möchte mich jetzt schon mal bei all den Randgruppen entschuldigen, die ich jetzt beleidige. Zum Beispiel bei Frauen. Volle Randgruppe. Das hier ist also ein Safe Space für geschmacklosen Humor, Leute. Hier werden noch Witze gemacht wie früher. Hier muss sich niemand für seinen Humor entschuldigen. Hier ist noch alles erlaubt. Hier darf man sich auch noch nackt vor anderen einen... okay, vielleicht nicht alles. Also, haltet euch fest. Eine Blondine lehnt sich an einen Baum. Da fällt der Baum um. Warum? Der Klügere gibt nach. Oh Junge. Ich finde das sogar witzig. Das ist ja das Schlimme. Ich will mir schon mal bei allen... Warum machen ältere Blondinen noch schlechter als jüngere ein? Weil im Alter das Gehör schlechter wird. Kennt ihr, ne? Ja. Kennst du. Aber hey, einfach Mario Bart. Man kann sich ja nicht nur über Blondinen lustig machen. Wir haben ja schließlich auch noch die Ausländer. Toll, jetzt wird er mich halb beleidigen oder was? Aber nur zur Hälfte. Als halber Ausländer, ne? Dann beleidigt er mich nur zur Hälfte. Immerhin. Okay. Aber wir haben das Rollenspielbuch. Vielleicht bringt das was beim Ruinenrätsel. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich muss es probieren. Sonst haben wir noch was anderes im Ozean zu tun. Wir haben ja auch noch die anderen Schlüsselsteine, die man noch zu holen hat, ne? Von dem her mal gucken. Wir haben ja noch ein paar Missionen, zum Glück. Wirklich zum Glück. Und jetzt geht's wieder hier. Das war Gofuku Island, ne? Ich glaube, die obere Insel war ja Muffington Island. Wo ich auch nicht weiß, wie ich weiterkomme. Ist alles komisch irgendwie, ne? Alles irgendwie ein bisschen weird. Meiner Meinung nach. Aber naja. Das wird schon alles klappen. Früher oder später. Da bin ich zuversichtlich. Hier könnt ihr erstmal das Witzebuch zurückhaben. Das behalte ich lieber bei mir. Nein, tatsächlich nicht. Das behalte ich. Okay, aber dann können wir es denen erzählen, oder? Hey, ich kann... Was? Du? Siehst gar nicht. Was meinst du, was... Du musst aber für uns alle hier... Klar doch. Wir wollen aber auch... Wie stellt ihr euch den... Wir wollen... Jegif. Kennst du so... Ich muss erst dann sagen... Hä, aber was ist denn mit dem Buch? Die wollten doch ihr Buch zurück. Was macht ihr denn? Wir sind... Das sollte... Galak... Und... Ja? Wahnsinn. Total. Und dann... Tja, aber wie...
Mit La? Klar. Wie funktioniert? Wir erleben. Jeder von das ist ab. Das ist schwer. Ein Spielleiter. Sonst wird es lang. Ich hab das Buch, Leute. Ich will euch das doch nur geben. Warum den Tritt? Ja, wir hätten nicht mal als wir. Jetzt müssen. Auch das. Ich bin nur. Ich. Warum kann ich euch das Buch nicht geben? Das behalte ich lieber bei mir. Ja, will das Buch lieber selber behalten. Spielleiter-Guide. Und das ist Wingels Buch. Weil ich das brauche oder was, ne? Aber ich wollte denen Bescheid geben, dass ich das habe. Gibt das denn keinen Sinn? Ich dachte, ich muss das denen sagen. Ich werde hier nochmal probieren. Wir werden es immer probieren, bei jedem kleinen Zwischenschritt. Das muss doch mal irgendwann gehen. Hier nochmal alles drehen. Zack und zurück. Und wir werden nochmal neue Symbole angeleuchtet. Jetzt macht's wieder Bing. Hat es das vorher auch gemacht? Okay. Kreisel. Ja, Kreisel, Quadrat und das eine Dreieck können wir so lassen. Hat es vorher auch Bing gemacht und ich hab's überhört? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Wir müssen es immer wieder probieren, ne? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Außer man hat vorher einen tödlichen Unfall. LOL. Oh Mann. Also einmal diesen Kreisel. Ja, das umgedrehte Dreieck, das brauchen wir ja noch. Einmal den Kreisel. Das war nicht der. Das war auch nicht das Quadrat. Das war auch nicht das Quadrat. Das habe ich doch mal Kreiselquadrat genannt, ne? Das war dieser Kreisel, ne? Dieser Kreisel. Den bearbeite ich mit einer Meißel. Warum auch immer ich das tun sollte. So. Es war nicht das hier, sondern das andere Quadrat, meine ich, ne? Wenn ich nicht doof bin. Mal gucken. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass man das Schritt für Schritt machen muss, dieses Rätsel. Hm, es hat sich nichts getan. Hat sich wieder nichts getan. Ich mach's doch richtig, Mensch. Was soll dieses Rätsel? Ich weiß es nicht. Ich mach doch alles richtig. Eine Theorie von mir war auch, dass ich den Spiegel immer wieder wegnehmen muss. Aber das kann ich gar nicht. Das kann ich gar nicht. Das Licht fällt hier ein. Genau auf diese Stelle am Sockel. Ja, richtig. Den Spiegel kann ich auch nicht wieder mitnehmen oder so, ne? Es bringt nichts. Es bringt nichts. Keine Ahnung, Leute. Wir schauen mal wieder in die To-Do-App. Ich wollte in das Buch schauen. Oder sagen, dass ich in das Buch schauen muss. Aber das stimmt ja gar nicht. Nicht Build It, sondern Do It. Die Höhle. Ja. Audienz mit Faith. Haben wir auch noch nicht hinbekommen. Ja. Wir brauchen auch noch ein Andenken an Cockburn. Und wir können aber vielleicht noch zu minus 20,3 zu den Koordinaten. Hier giftiges Moorwasser. Musik. Ich weiß doch auch nicht. Also wir gehen mal zu den Koordinaten. Minus 20,3. Wenn das geht. Minus 20. Oder darf ich wahrscheinlich noch nicht hin. Und 3. 1, 2, 3. Doch, da darf ich hin. Da darf ich hin. Ich durfte letztes Mal nämlich noch nicht irgendwo anders hin. Das weiß ich noch.
Es hat geklappt. Wir haben die Wellen überlebt. Wir haben einen neuen Ort. Navigations-App hinzu. Larry, was diesen Schifffriedhof angeht, habe ich noch etwas aus dem Dossier. Ja? Captain Muffington hat wohl versucht, die Machenschaften dieses Marquis zu unterbinden. Aber riesige Wellen haben sein Schiff, die Unsatisfied, auf ein Riff geschlagen. Das Schiff ist daraufhin gesunken. Mit ihm an Bord. Das heißt, sein Schlüsselstein ist wahrscheinlich mit ihm untergegangen. Hier auf der Insel findest du vielleicht noch weitere Hinweise. Das wäre gut, Leute. Wir haben jetzt zumindest mal wieder einen Ansatz. Ne? Immerhin. Das ist ja... Ja, ich muss ja auf das hier setzen. Erstmal hier alles anschauen natürlich wieder. Nein, ich habe mir abgewöhnt, Schrott zu sammeln. Aber ich find's trotzdem schade, ne? Ich will da weiterkommen in den Ruinen. Was für ein Schrott. Hast du gut erkannt. Wir gucken auch mal, ob hinter mir was ist. Nur mal zur Sicherheit, ihr seht, hinter mir ist nichts. Deshalb keine Sorge, Leute. Die sollen lieber in Frieden ruhen. Das haben wir uns angeschaut. Hier ist ziemlich viel kaputt gegangen. Ja, sehr viel ist da kaputt gegangen. Das muss man echt sagen. Ein großes Schiffwrack. Soll ich es vielleicht wieder ins Wasser schieben? Ja, probier's mal mit einer Hand, oder? Ich bin ja kein Seefahrer, aber der Grund für den Untergang könnten die riesigen Löcher sein. Nein! Das hat ja einfach keine Lust mehr auf Wasser, das Schiff. Sonst ist hier nichts, ne? Übrigens auch wieder... Ist das der Penisfelsen? Es wird doch mal von einem Penisfelsen erzählt. Das ist doch der Penisfelsen, oder? Dann... Ich glaube schon. Wenn ich vergleiche... Na, sieht ähnlich aus. Sieht ähnlich aus von dem her. Das ist ein Papagei. Ja, moin. Briefkasten? Ich bin kein Postbote. Ich schon. Eigentlich nicht. Darauf steht Clitcoin UG. Haftungsbeschränkt. Mit dir kann ich wahrscheinlich reden, ne? Was ist hier hinter mir? Ein Napf. Wahrscheinlich beißt mir das Vieh in die Finger, wenn ich den nehme. Ja, nimm ihn mal. Das scheint der Futternapf des Papageis zu sein. Warte, können wir? Oh, ich habe eine Idee. Ich glaube, das muss ich gleich verwenden, das Papageienmüsli. Aber wir reden mal mit dem. Platz, Polly. Platz, Polly. Ah, nicht Polly. Nicht Polly. Ja, ich weiß. Du bist nicht Polly. Das haben wir doch ausdiskutiert. Ah. Hm, der lässt mich wohl nicht einfach so vorbei. Aber ich will mich trotzdem erstmal unterhalten, ne? Ich hab keinen Keks für dich. Deshalb hoffe ich, du willst auch keinen. Ich hab keinen Keks für dich. Keks! 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 Genau, hab ich nicht. Nicht! 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 Du bekommst keinen Keks. Wenn irgendwer versucht, sich Zutritt zu verschaffen, kannst du den fressen. Das muss für heute reichen. Reichen! Reichen! Na super, ich muss reichen. Wohl nicht einfach so vorbei. Na, danke auch. Sehr freundlich. Und dann noch Vögel hier nicht so rum, du Federvieh. Vögel hier nicht so rum, du Federvieh. Federvieh! Federvieh! Ah! Selber! Der ist so schlagfertig wie du. Ruhe da draußen. Der wiederholt nur alles. Wir müssen uns hier konzentrieren. Die Revolution des internationalen Finanzsystems darf nicht gestört werden. Der Clitcoin-Erschaffer oder was? Einfach so vorbei. Deshalb auch der Briefkasten. Okay, aber jetzt probieren wir es mal mit dem Müsli hier. Im Napf. Dann geht der dahin und dann dürften wir vorbei. Die scheinen ihm zu schmecken. Hoffentlich bekommt er keinen Zuckerschock. Doch, hoffentlich bekommt er einen Zuckerschock. Dann haben wir unsere Ruhe immerhin. Können wir uns das anschauen, die Kanone? Ich fasse sogar die Finger von Waffen, die eindeutig nicht mehr funktionieren. Und was ist, wenn ich hier das drin platziere? Die beiden Sachen funktionieren nicht. Oh, das funktioniert auch nicht miteinander. Jetzt bin ich traurig. Gut, dann gehen wir mal in die Höhle rein. Eine Höhle. Löhle. Vielleicht finden wir dort Öle. Oh, hey, hi. Wie bist du hier reingekommen? Wie hast du dich an Satoshi vorbeischmuggeln können? Ich bin unsichtbar. Ich bin unsichtbar. Ich kann dich aber sehen. Ja, ich habe mich wieder auf sichtbar gestellt. Okay, du...
Willst mich verarschen? Ist gut. Ich bin Larry. Larry Leffer. Und was macht ihr hier? Du stehst im Firmenhauptquartier eines Startups, das die Welt verändern wird. Ach, was verkauft ihr denn? Wir verkaufen nichts. Wir revolutionieren Bezahlungen und Verschlüsselungen im Internet. Muss man jetzt im Internet bezahlen? Wir natürlich nicht. Wir sind Piraten. Oh Mann, Dogs, jetzt blast dich nicht so auf. Aber wir sind Piraten, Lecaq und die furchtlosen Bukakeniers. Wir sind Unternehmenspiraten, sozusagen. Du weißt doch sicher, was eine Kryptowährung ist. Dieser eine Superheld verträgt es nicht, oder? Dieser eine Superheld verträgt das nicht. Okay, du weißt es also nicht. Wir haben eine revolutionäre neue Kryptowährung erfunden. Wir nennen sie Clitcoin. Unsere ausgereifte Blockchain ist super sicher und macht den Einkauf mit dem Wallet erst richtig einfach. Die ganze Finanzwelt zittert vor uns. Genau. Deswegen mussten wir auch in internationale Hochseegewässer ausweichen, statt unser Hauptquartier in einer Weltstadt zu eröffnen. Die haben alle Angst vor uns. Hier können sie nicht an uns ran. Und wir können gefahrlos unsere Server betreiben, die unsere Kryptowährung hosten. Außerdem haben wir hier genug Platz, sie effizient mit Wasser zu kühlen. Davon ist hier genug. Na. No. Schau mal, Larry, hier geht's mit den Typen wie mir mit dir. Wir haben noch etwas Probleme mit der Internetgeschwindigkeit, aber das bekommt mein kleines technisches Genie noch hin. Nicht wahr, Docs? Muss den Kernel neu kompilieren? Dadurch können wir die Serverlast senken, die Bitrate erhöhen und die Latenz verbessern. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Exzellent. Sehr gut, ne? Also, zumindest der Name Clitcoin, das ist aber das einzige Gute daran, ne? Glaube ich mal. Kannst du mir dieses Technik-Dings mit dem Kryptogramm von euch nochmal erzählen? Aber warte, sagt er dann nochmal dasselbe? Wenn er dann nochmal dasselbe sagt, dann habe ich keinen Bock drauf. Kannst du mir dieses Technik... Ich habe das Gefühl, dass dir der fachliche Zugang dazu fehlt. Hey, ich habe früher Telespiele programmiert. Echt? Dann ist Kryptowährung für dich sowieso zu hoch. Was genau macht man denn damit? Also, sie ist eine nicht zu knackende Datenbank. Wofür? Für alles. Beispiele? Hör mal, ich habe jetzt keine Zeit für einen Nachhilfekurs. Wir stehen kurz vorm Launch. Na, danke auch für die Wiederholung. Ich suche hier ein bestimmtes Schiff. Davon gibt's hier genug. Ein altes Segelschiff, die Unsatisfied. Doch, das kenne ich, das Wrack. Wo schwimmt es denn? Es schwimmt nicht mehr. Es ist gesunken. Wir haben unseren wassergekühlten Server direkt daneben runtergelassen. Hast du dort vielleicht auch sowas wie einen Schlüsselstein gesehen? Nein, aber ich habe mir das Wrack auch nicht genauer angeschaut. Wir arbeiten hier an der Zukunft. Da halten wir uns nicht mit irgendwelchen Relikten auf. Hey, das sind nicht irgendwelche Relikte, das sind ganz wichtige Relikte. Zumindest für mich. Braucht ihr vielleicht noch einen fähigen ersten Offizier für eure Piratencrew? Du meinst, du willst anheuern? Er trägt zumindest ein Matrosenoutfit. Ich glaube, meine Crew ist vollständig. Für Führungsfragen, Visionen und Organisation bin ich selbst zuständig. Um die technische Umsetzung kümmert sich Docs. Du siehst, wir haben da keinen weiteren Bedarf. Ich bin auch noch da. Ach ja, stimmt. Sogar unsere Praktikantenstelle haben wir besetzt. Das war gar nicht so leicht, weil wir so hohe Ansprüche haben. Was, dass sie Brüste hat oder was sind die Ansprüche? Naja. Ich segle dann mal davon. Ja, das segle ich davon. Und zwar auch von diesem Part, Leute. Denn ich würde sagen, hier das Innere des Penisfelsens schauen wir uns doch dann beim nächsten Mal etwas genauer an. Fand ich aber cool, dass wir jetzt wieder auf einer neuen Insel gelandet sind zumindest. Wir haben die zwei Bücher wieder umgetauscht. Also ja, wir haben durchaus einen akzeptablen Fortschritt heute wieder gemacht. Das finde ich sehr gut, ist ja nicht immer so gewesen in diesem Projekt. Und dann würde ich sagen, das war's vom Part und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ich freue mich auf euer Feedback und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!